Hallo, herzlich willkommen. Wir gehen heute mal wieder einem Zuschauerwunsch nach. Und es hat sich jemand Carbonara gewünscht. Carbonara. Und zwar die Original-Carbonara. Ist ja so eine Glaubensfrage. Wir hatten das ja schon mal bei den Cevapcici, das ist auch eine Glaubensfrage. Wobei bei der Original-Spaghetti-Carbonara gibt es nur ein Rezept. Wirklich nur eins. Und das sind immer dieselben Zutaten. Das wird nicht variiert und das wird nicht gourmetisiert. Sondern es gibt ein Rezept. Und worüber sich immer alle aufregen, ist, da darf keine Sahne rein. Ja, es darf keine Sahne rein. Ja, aber das ist genauso wie schmeißt auch keine Sahne in Rouladen. Ja, das machst du auch nicht. Da gibt es auch ein Rezept für. Und du würdest auch niemals geschlagene Sahne in eine Erbsensuppe machen. Das gehört da nicht rein. Okay? Und das Gleiche gilt hierfür. Und ich erkläre jetzt auch einmal ganz kurz meine Denkweise. Wenn die alten Römer, und das hier ist ein römisches Rezept, Sahne gehabt hätten, und zwar in der Menge, in der wir sie heute zur Verfügung gehabt hätten, die hätten fast alles damit gemacht. Ja, die hätten alles damit gemacht. Also von daher, hört auf, die Sahne zu verteufeln. In manchen Gerichten ist sie sehr angebracht, ja. Deswegen, ich zeige euch heute einmal das Basisrezept. Und wenn ihr nachher sagt, ich möchte das Ei, den Pecorino und ein wenig Sahne mischen, dann tut das. Ja? Aber wichtig ist, dass ihr wisst, wie es richtig geht. Dass wenn ihr dann nämlich mal, verzeiht mir bitte den Ausdruck, einen Klugscheißer in der Runde sitzen habt, dass ihr sagen könnt, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das absichtlich so gemacht. Nicht aus Unwissenheit, sondern ich habe es absichtlich so gemacht. Ja? Und an alle, die da draußen sind und sagen, da gehört noch Knoblauch rein, da gehört noch das, macht, wie ihr meint. Ich zeige euch heute das Rezept, was ich mal in Rom gelernt habe. Ja? Und was ich hier für unseren Mitarbeiter, der, glaube ich, mit am längsten hier ist, unseren Franco aus dem Bistro, der aus Mailand stammt, ja, der kriegt einmal in der Woche von mir seine Spaghetti Carbonara. Also ich mache das ziemlich oft. Und bis jetzt habe ich noch nicht einmal eine Beschwerde gehabt. Ja, klar kenne ich die auch mit Sahne, mit Erbsen, mit Schinken und was, weiß der Schinken, kenne ich alles. Heute geht es nur darum, wenn ihr einmal das Basisrezept wisst und wisst, wie es geht, und ihr dann nachher sagt, boah, ich hätte aber trotzdem gerne ein bisschen Sahne drin. Mach. Oder du sagst, du machst ein bisschen geschmolzene Butter mit rein. Mach. Ja, oder du sagst, du willst keine Guanciale nehmen, du nimmst lieber Pancetta oder Bacon oder was weiß ich was. Mach. Fühl dich frei. Hier geht es erstmal darum, Basisrezept. Okay. Also, wir fangen an. Für das Basisrezept braucht ihr für zwei Personen zwei Eier. Ihr braucht Pecorino. Parmesan geht im Notfall auch, aber bitte für das Originalrezept Pecorino. Dann, und das ist das Schwierigste, was ihr so gut wie gar nicht bekommt, ich mache mal ein bisschen Platz hier. Das hier ist Guanciale. Guanciale ist ein Speck oder ein Schinkenspeck aus der Backe des Schweins. Ja, und das ist eine sehr, sehr spezielle Sache. Ja, das bekommt man schwierig. Also das bekommst du wirklich nur im Feinkostladen und da müsstet ihr dann hingehen. Was ihr aber besser bekommt, ist Pancetta. Und Pancetta funktioniert auch gut. Wir haben jetzt hier Guanciale. Ich finde, das ist sehr lecker. Und das gehört auch dazu. Ah ja, das ist das Originalrezept. Wenn ihr Guanciale nicht bekommt, Pancetta. Und wenn ihr Pancetta nicht bekommt, nehmt ihr Bacon. Okay? Und wenn ihr noch Einfluss darauf habt, nehmt bitte, geht zur Fleischtheke und lasst euch den ein bisschen dicker schneiden, den Bacon, also geräucherten Bauchspeck. Okay, den Pecorino habe ich hier schon fein gerieben. Okay, ich erkläre auch gleich, warum der fein sein muss. Ich habe hier eine hohle Hand Spaghetti und ich habe hier Salz und ich habe da vorne schon einen Topf mit Wasser. Ich koche die Spaghetti jetzt, okay? Ich übersalze das Wasser natürlich ein kleines bisschen, so wie sich das gehört. Na? Und da sind natürlich auch einige da draußen, die sagen, Öl ins Wasser, ja oder nein. Die Italiener unter euch sagen, um Gottes Willen bloß nicht. Der Deutsche fragt, warum denn nicht?
wir Deutschen neigen dazu, einen zu kleinen Topf zu nehmen für zu viel Pasta. Dann kocht das über, ja? Dann steigt die Stärke am Rand hoch und das schäumt und das ganz schlimm. Und wenn man einen Tropfen Öl hinzugibt, geht die Wasserspannung weg, ja? Und es kocht nicht mehr über. Das ist der einzige Hintergrund. Nicht, damit die Nudeln nicht zusammenkleben oder sonst irgendetwas. Und tut ihr euch bitte auch einen Gefallen. Nehmt kein teures Öl und gebt das da rein. Sondern wenn ihr das machen müsst, weil ihr nur kleine Töpfe habt, dann nehmt ein günstiges Öl, was ihr habt, gebt wirklich nur einen ganz kleinen Tropfen rein und fertig. Ihr könnt auch den Rand einfetten, dann kocht es auch nicht mehr über. Also, eine hohle Hand Spaghetti. Rein in den Topf, andrehen und dann fallen lassen. Okay? Lassen wir kochen. Während wir das kochen, bereiten wir die anderen Zutaten zu. Also bereiten wir die anderen Zutaten vor. Das Randstück, das schneide ich mir immer gerne auf in dünne Streifen und brate das zum Essen. Ich finde das fantastisch. Und die restliche Guanciale schneidet ihr in nicht zu dünne Würfel. Ja, also es darf nicht zu dünn werden, weil das Fett wird ja ausgelassen. Es muss also nicht fein gehackt werden oder so, sondern es müssen Würfel sein. Nicht mehr, so lassen. Die Spaghetti im Topf ruhig mal zwischendurch so ein bisschen bewegen, dass die nicht aneinander kleben. Jetzt haben wir es so, wir haben jetzt zwei Eier. Ihr könnt das ganze Ei verwenden oder nur das Eigelb. Ich mache es so, ich nehme das Beste aus zwei Welten. Ich mache ein Ei und einmal nehme ich das Eigelb. So wie es ist, zack, hinein. Und in das Ei kommt jetzt der Pecorino. Und dann vermischt ihr das. Also schlagt das Ei auf. So soll es nachher aussehen, dass ihr eine schöne Masse habt. Ne? So als wenn ihr Rührei schlagen würdet. So. Fertig. Da rein kommt schwarzer Pfeffer. Durchrühren. Fertig. Der Speck, Guanciale, Pancetta, wie auch immer ihr das nennen wollt, ist ausgelassen. Spaghetti, eine Minute vor Ende der Garzeit, nehmt ihr die raus und legt die in die Pfanne. Was passiert jetzt hier gleich? Hier in der Pfanne ist heißes Fett. Das Wasser ist auf jeden Fall kälter als dieses Fett. Was passiert, wenn Fett, was flüssig war, kalt wird? Es wird fest. Also entsteht eine Bindung. Und diese Bindung in Kombination mit dem Ei und dem Käse wollt ihr haben. Das sieht dann für den Laien so aus wie Sahne. Ist aber keine Sahne. Okay? Wenn ihr es nicht gewohnt seid, von oben nach unten zu arbeiten, so wie hier jetzt in diesem Fall, dann nehmt den Topf und stellt euch den zur Seite. Mache ich jetzt auch. Stell mir den, so wie er ist, hier zur Seite. Okay, hier habe ich schon eine Kelle. Brauche ich gleich für das Pastawasser. Jetzt nehme ich die Spaghetti, so wie sie sind, heiß, mit Wasser, hier rein. So, dann gebt ihr die Käse-Eimasse dazu. Okay? Und dann fangt ihr an, das unterzuarbeiten. Und gebt immer wieder Pastawasser hinzu. Ihr rührt das die ganze Zeit so weiter, so wie es ist. Lasst das nicht aus den Augen. Wenn das am Anfang so ein kleines bisschen krisselig ist, weil der Käse sich noch nicht ganz aufgelöst hat, weil es noch nicht geschmolzen ist, weil ihr eine zu grobe Reibe genommen habt oder was weiß ich, lasst euch davon nicht nervös machen. Ja, wenn ihr merkt, ey, das wird zu trocken, ist das überhaupt kein Problem. Ihr geht hin und nehmt wieder etwas Pastawasser und schwenkt es weiter. Okay? Wichtig ist, dass ihr kein Rührei macht. Schau mal. Jetzt schwarzer Pfeffer. Nochmal. Dazu noch einmal ein wenig von dem Pecorino fein gerieben. Und dann anrichten. Zum Schluss nochmal. Also ich mag das. Kleines bisschen Pecorino, schwarzer Pfeffer, fertig. Wie gesagt, Spaghetti Carbonara, absoluter Klassiker. Nehmt euch ein bisschen Zeit dafür, übt das ein kleines bisschen. Gerade so Ei und Käse zusammen ist halt nicht immer ganz einfach.
aber ist ein ganz tolles Gericht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.